Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Nein, zu einer neuen Folge Dings. Ja. Supermarkt-Simulator. Ja, ich war jetzt gerade am Bestellen, beziehungsweise den Laden am Erweitern und dementsprechend beide Sachen gleichzeitig. Naja, geht nicht so ganz einfach, ne? Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall wesentlich mehr Platz. Was heißt wesentlich mehr Platz? Ein bisschen mehr Platz, ne? Können es noch mal ein bisschen ausbreiten. Was an sich ja nicht verkehrt ist, ne? Guck mal, wie viel Platz auf einmal hier ist, ne? Das ist heftig. Das ist eine kleine Erweiterung, so viel Platz, ne? Wahnsinn. Die Kartons kommen da weg. Kartons kommen da in die Ecke. Dann kommt das Regal dahin. Dann kommt das Regal dahin. So, okay, dann haben wir das erstmal, ne? Ist ja schon mal gar nicht mal so verkehrt. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir den Laden auf. Öl, Salz. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen Puderzucker. Puderzucker. Was war noch dabei? Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Reiniger. Stimmt, da war ja was. Nur haben wir dafür keinen Platz, ne? Gerade. Olivenöl. Joghurt. So, okay.
Wir sehen, wenn die sagen, teuer, ne? Gut, ich brauche Toilettenpapier. Toilettenpapier, Käse. Mit Lieferkosten, ne? Ja, klar. Hat einer aber gut gekauft. Finde ich schon mal nicht schlecht. Echt mehr Geld, ne? Gut, Käse haben wir auf jeden Fall wieder nachgefüllt. Also so schlecht ist das nicht. Supermarkt. Oh, neues Schild. Cool. Orangensaft, Spaghetti. Saft. Nudeln. Okay, da ist sogar noch was drin. So, ist Puderzucker. Ist auch leer, sehr gut. Jetzt gucken wir mal, was wir noch für kriegen hier. Was haben wir hier? Honig. Da oben fehlt noch was, ne? Ich weiß jetzt nicht, was. Ja, packen wir den Honig rein. €10,99 mache ich mal. Müssen ja nicht allzu viel verdienen jetzt. Also wir machen ja schon sowieso Gewinn. Und wenn wir die Preise vielleicht ein bisschen humaner, Thunfisch nicht finden, okay? Wenn die Preise ein bisschen humaner gestalten, dann kaufen die vielleicht auch eher. Weil der Tag ist jetzt schon wieder relativ weit vorangeschritten. Das ist das Problem, ne? Der Tag ist schon wieder ziemlich gut vorangeschritten. Also wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Kühlschrank. Möbel, Kühlschrank. Machen wir den großen oder machen wir den kleinen? Wir machen den kleinen. Produkte. Machen wir Thunfisch. Gerne. Eier Viererpack. Und Thunfisch. Genau. Und zusätzlich, was sollen wir noch zusätzlich bestellen? Zwei Lampen. Hoppala. €1,99. Machen wir ein bisschen günstiger, ne?
Leer? Leer. 6,99. Joghurt machen wir auf 1,53. Senken wir mal den Preis, ne? Wasser 1,50, 2,39. Damit wir mal mehr verkaufen hier können, ne? Auf Dauer. Weil ein Joghurt verkauft ist, ist nicht viel. Das ist bei weitem echt nicht viel, ne? Das ist der Joghurt. Was haben wir da noch? Turko. Das ist die Sechsermilch. Stimmt. Dann machen wir die da rein. Dann ist der große Karton jetzt auch mal leer. Dann ist der Karton auch mal leer. Der ist auch leer. Läuft doch. Sehr schön, dann machen wir morgen, besorgen wir morgen auf jeden Fall zwei neue Regale, würde ich sagen. Orangensaft. Leer. Okay, klasse. Das läuft da wie geschmiert hier. Das läuft da wie geschmiert, ne? Nudeln müssen wir noch morgen neu besorgen. Also wir müssen morgen ein bisschen neu besorgen. Ansonsten neue Regale. Nochmal weiteren Kühlschrank, ne? Mindestens einen weiteren Kühlschrank. Müssen wir mal gucken. Irgendwie, was fehlt uns noch? Parmesan und Mozzarella. Das heißt, ein neuer Kühlschrank auf jeden Fall. Und ein Regal würde ich gerne noch bestellen. Ja. Die beiden Sachen auf jeden Fall. Gut. Dann machen wir aber jetzt erstmal für heute Feierabend. Ja. Gut was geschafft, wirklich. Gut was geschafft, muss man wirklich sagen. Und in dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen. Bis dahin, Servus und Tschüss.